Ja, wir haben uns in Halle viel vorgenommen. Ich glaube, das ist letztendlich ein Spiel, ein typisches Spiel in der dritten Liga, sehr eng gewesen. Torchancen auf beide Seiten. Leider hat ein, zwei Fehler zu viel gemacht. Halle eingeladen zu zwei gute Torchancen. Eins haben sie davon genutzt. Wobei wir auch in der ersten Halbzeit zwei richtig gute Chancen gehabt haben. Leider hat es nicht zum Tor gereicht. Ich betrachte das einfach so gegen Groß Asbach 0-0. Ja, bis zum Ende des Spiels gewesen. Ein Unentschieden wäre vielleicht auch gerecht gewesen. Ein Unentschieden in Halle wäre auch gerecht gewesen. Nichtsdestotrotz, wir haben das Spiel zu Hause gegen Groß Asbach gewonnen und dann das Spiel auswärts in Halle verloren. Wir haben eigentlich zwei ganz enge Spiele gesehen. Wenn man ehrlich ist, dann hätte ein Punkt gereicht. Ein Punkt in beiden Spielen wäre verdient gewesen. So haben wir Groß Asbach gewonnen. Zu Hause gegen Groß Asbach gewonnen, haben wir letztendlich einen Punkt mehr als die zwei Unentschieden. Also ich bin kein Mathe-Ass, aber das habe ich jetzt sogar verstanden. Ja, die Schergen liegen natürlich daran, die beiden Außenverteidiger Corbin Ong und auf anderer Seite Ochs, dass sie halt sehr viele Wege nach vorne machen, sehr schnell sind, gute Wege nach vorne machen, dass sie langsam eingespielt sind. Ich glaube, anfänglich waren sie halt nicht so eingespielt, wie sie jetzt sind, haben viele Spiele, die letzte Saison noch zweite Bundesliga gespielt. Also ich glaube, die Qualität im Kader ist halt extrem hoch. Und deswegen muss man extrem aufpassen. Das letzte Heimspiel gegen Groß Asbach, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Also ein bisschen Geduldsspiel, das Tor fiel erst in der 88. Minute war es, glaube ich, durch Mark Haider. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Kann das ähnlich laufen? Ja, also wir hoffen. Also natürlich für uns, und das ist, was wir halt vielleicht nicht so dargestellt nach dem Spiel gegen Groß Asbach. Für mich war es halt wieder dieser Bremer Brücker Feeling. 0-0, aber die Leute im Stadion haben gesehen, dass wir alles gegeben haben, dass wir auf Sieg gespielt haben und wir wurden da belohnt und die Zuschauer standen hinter uns bis zum letzten Minute und das ist halt diese Funken ist rübergesprungen und ich glaube, das ist halt dieses Zusammenspiel Mannschaft und Fans war unheimlich wichtig in dem Spiel. Es wird genauso wichtig sein in diesem Spiel, dass die Leute, die im Stadion kommen, hoffentlich zahlreich im Stadion kommen, dass sie halt uns nach vorne pushen. Das ist für die Mannschaft unheimlich wichtig und ein ähnlich schweres Spiel wie gegen Groß Asbach. Nichtsdestotrotz, wir haben den Anspruch hier zu Hause in Osnabrück an der Bremer Brücke natürlich das Spiel zu gewinnen.